Ja, und wo ich einmal dran war, der Swap hat mich dann darauf gebracht, dass Einhörner natürlich auch gefährlich sein könnten. Aber da für den Swap war ja Stempelmotiv gefordert und ich habe auch Stanzen und dann wollte ich die mal zum Einsatz bringen. Und daraus ist folgende Karte entstanden. Und zwar haben wir hier, so sieht das Ganze aus. Eine Karte. Warum jetzt der Autofokus immer so schwankt, weiß ich nicht. Ja, das ist die Vorderansicht und da kann man folgenden Spruch lesen. Always remember this. What you are seeking is also seeking you. Und das bedeutet frei übersetzt, dass man sich immer im Kopf behalten sollte, dass das, was man sucht, unter Umständen einen zurück heimsuchen könnte. Also, wenn man sich in Gefahr begibt, dann könnte die Gefahr einen natürlich auch auf den Pelz rücken. Und entsprechend, wenn man Dinge sich wünscht, die man sich vielleicht nicht wünschen sollte, dann muss man auch mit den Folgen leben. Und in diesem Fall sagt die Karte, es könnte ungünstig sein, dass mein Autofokus nicht funktioniert. So, hier. Wenn man hier reinguckt, dann könnte natürlich auch noch etwas einen erwarten, denn da scheint es ja eine Tür zu geben. Und die machen wir jetzt mal auf. Hier gibt es einen kleinen Griff. So geht die dann auf. Und mal gucken, was wir dann zu sehen kriegen. Und tatsächlich sehen wir, es gibt also Einhörner, die sind nicht so einfach. Und die könnten deutlich unangenehm werden. Der Schattenriss im tiefen, dunklen Wald lässt da schon einiges vermuten. Und wenn man sich das Einhorn selber mal anguckt, dann hatte das offensichtlich dann Kontakt, wo es das Gefühl hat, hier muss es mal garstig eingreifen. Hat alles benutzt. Sein Horn ist blutgetränkt, seine Zähne sind blutgetränkt und auch mit den Hufen hat es offensichtlich was getroffen und ausgekeilt. Also dieses Einhorn kann durchaus ungemütlich werden. Ob es das zurecht wurde oder ob das Einhorn an sich böse ist, wir wissen es nicht. Ein bisschen unheimlich. Und auch wenn es weiß ist, ja, so ist es dennoch anscheinend gefährlich. Das sagt uns auch die Rückseite. Auch dort die Spitze des Horns ist blutgetränkt. Also immer fein Obacht sein, ob man wirklich Einhörner suchen gehen sollte. Ja, muss man sich dann überlegen. Die Gefahr ist anscheinend real. Jedenfalls laut dieser Karte. Bis dann, ciao.